Hallo und herzlich willkommen hier zur wahrscheinlich letzten Folge von Assassin's Creed 3. Die Folge wird höchstwahrscheinlich auch wieder Überlänge haben. Aber wir schauen einfach mal, wie das hier jetzt läuft. Okay, nein, verdammt, es explodiert, aber das kann uns nicht aufhalten. Wir wissen ja, was uns auf uns hier zukommt. Okay, ausweichen und da hoch. Vorbei. Die können uns nichts anhaben. Okay, da stehen wieder Leute, aber wir können hier eine Abkürzung nehmen nach links. So, an denen hier vorbei. Komm, weiter. Entfernung zum Ziel verringern. Ja, jetzt hier über das Boot. Okay, in der Reichweite von Lee bleiben. 50 Meter, das wird schwierig. Und kein Schaden durch Feuer allein. Immerhin haben wir niemanden angerempelt, das ist schon mal schön. Okay. Oh, was passiert denn jetzt? Es brennt. Und wir müssen hier hoch. Okay. Hier lang. Und immer weiter. Was ist das hier überhaupt für ein seltsames Gebäude? Immer mehr bricht zusammen. Oh, weia. So, und jetzt hier durch. Hier lang. Und so weit wie möglich hinter ihm her. So, jetzt hier hoch. An dem Teil vorbei, hier nochmal vorbei. Oh, das war ein geiler Move. Komm, weiter. Da ist er. Das will ich auch machen. Und hinterher. Eine Spanne der Verfolgung. Das hier sieht mir aus wie ein Schiff. Oh. Da fallen wir runter. Und, oh. Was ist jetzt los? Oh weia, da ist er. Du wirfst uns nieder, wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden Euer. Oh, hart getroffen von einem Holzpfeiler. Die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die du retten wolltest, wenden sich nun von dir. Naja, oh, eine Pistole. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Dass der das nicht gesehen hat. Hat doch ewig die Waffe in der Hand gehalten. Okay, jetzt sind beide getroffen. Der eine von einem Holzpfahl und der angeschossen. Okay. Was jetzt? Wo ist Charles Lee hin? Immerhin leben wir noch. Er hat uns am Leben gelassen. Wir sind schwer verletzt. Weiter. Wir müssen Charles Lee finden und töten. Wir haben sogar alles geschafft diesmal. Aber mich auch angestrengt. Okay, rennen können wir nicht. Vermutlich auch nicht hochspringen. Also müssen wir hier die Treppe nehmen. Oh, wir sind noch ganz benommen. Torkeln hier rum. Eieiei, wie der ausschaut. Ist nicht mehr gesund. Eieiei, und dieses Getorkel hier. Eieiei. Ui. Naja, nicht ganz. Eher ein Pfahl in der Brust. Er ist lang einwärts, nahm eine Fähre, den Charles River. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Ja, wir sagen Bescheid. Die Abtauflie-Sequenz 12. Mission beendet. Volle Synchronisation. Ja, Mann. So, Ladebildschirm wieder. Diese Frisur, die ist ja auch ganz fetzig. Ja, durchaus. So, und wo geht's jetzt hin? Oh. Fort Monmouth entdeckt. Wir sind immer noch ganz benommen. Da ist das Fort wahrscheinlich irgendwo. Den Standort aller Denks, aller Forts aufdecken. Was ist denn mit dem? Was hat denn der für sein Symbol über sich? Kann wohl angreifen. Na, in dem Zustand wird das wohl nix.
die hakt hier schön. Was ist denn mit dem da? Mission starten? Nein, wir wollen jetzt keine Mission starten. Aufträge im Grenzland, ja, aber nicht jetzt. Unser Ziel ist Charles Lee. Oh, der feindliche Konvoi zieht ab. Das ist mir aber egal. Wir müssen zu dem grünen Kringel hin. Komm, das schaffst du doch noch. Oh. Unser einziges Ziel ist nur noch, Charles Lee zu finden und zu töten. Wird er da drinnen sein? Wir wissen es noch nicht. Oh, da ist auf einmal was aufgepoppt. So viele Leute hier, aber keinen scheint es zu interessieren, wie es uns geht. Sie unterhalten sich alle nur. Okay. Die Treppe, immer zwei Stufen auf einmal. Wir öffnen die Tür und... Was erwartet uns? Eine Taverne. Und auf dem Stuhl sitzt Charles Lee, tödlich verwundet. Eine Kerze und etwas zu trinken. Wir wissen alle, wie es enden wird. Er hat ein Messer in der Hand. Und was passiert jetzt? Die letzten Atemzüge, der letzte Schluck aus der Pulle. Traurige Musik. Wir trinken auch aus der Flasche. Aus der Flasche von Charles Lee. Niemand sagt etwas. Er nimmt das Messer und ersticht Charles Lee. Jetzt ist auch der letzte tot. Und wir haben das Amulett. Wir sind aber immer noch stark verwundet. Eieieiei. Das war er. Unser Erzfeind, Charles Lee. Da kommen Erinnerungen hoch, wie wir ihn als Haytham angeworben haben und so weiter. Ah, unser Dorf mal wieder. Wir scheinen uns wieder etwas erholt zu haben. Aber ansonsten ist niemand hier. Nur eine kleine Kiste. Mit der Kugel. Sollten Sie das hier lassen? Für ihn? Oh. Der Edenapfel. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Durchaus, durchaus. Du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken. Wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Ja, durch den Animus. Das verstehe ich nicht. Ja, jetzt versteht er es natürlich noch nicht. Tu nun, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Naja. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Ja, durch den Animus.
Durchaus, durchaus. Du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Das Amulett. Okay. Die Kugel zerfällt. In Staub. Und das Amulett, wo wird er es verstecken? So. Charles Lee ist tot, wir haben das Amulett. Ja, Geistererscheinung. Mal wieder. Oh, wir sind wieder auf dem Gutshof, dem Dorf hier. Ja. Und jetzt? Connor Davenport. Aha. Wer genau ist das denn? Sieht ja alles ganz schön aus. Durchaus ein schönes Ende hier. Und jetzt wird das Amulett verstecken. In dem Grab von Connor Davenport. Achievement unlocked, the sum of truth. Handlung abgeschlossen, aha, die Summe der Wahrheit. Gut, gut. Ich weiß, was das ist. Oh, jetzt sind wir wieder außerhalb des Animus. Ja, dann los. Achilles Davenport. Der alte Mann. Und daneben Connor Davenport. Kann sein, dass die Jahreszahlen da anders waren? Das Amulett. Es lag noch genau da, wo Connor es versteckt hat. Noch nicht. Wir müssen noch für Stromzufuhr sorgen. Finde die übrigen Podeste und schließe die Energiequellen an. Bin dabei. Okay, was sind denn jetzt die übrigen Podeste? Hat Widdig dich in den Animus gesteckt, als du bei Abstergo warst? Können sie deine Erinnerung nicht bis hierher zurück? So, wo sind jetzt die anderen Energie... Podeste? Wo sind denn die anderen? Schade, dass einem hier nichts angezeigt wird. Ist denn hier irgendwo was? Alles so glatt? Hier rüber kann ich, aber das nützt mir ja nichts. Gibt es hier denn irgendwo Energiepodeste? Nein. Wo sollen dann die anderen Energiepodeste sein, die ich anschließen soll? Ich meine, hier ist das seltsames Zeug. Aber hier kann ich doch nichts anschließen.
Oder? Die versteckte Klänge, aber nichts zum Anschließen. Seltsam. Wo genau sollen wir denn jetzt hier was anschließen? Naja. Gehen wir mal zurück, vielleicht sagen die uns ja noch etwas. Ich meine, man kann hier schön rumklettern, aber das nützt uns ja nichts. Gehen wir erstmal zurück. Können wir hier jetzt irgendwas machen? Beenden wir die Sache mit Connor. Na los, Desmond, steig wieder ein. Was? Einsteigen? Ich verstehe jetzt nicht ganz. Was genau wollen die alle von mir? Ich meine, hier kann ich nichts machen und ein weiteres finde ich jetzt auch gar nicht. Ich meine, ich kann da wieder rein, aber was nützt mir das? Seltsam, seltsam. Und wie war es, wieder bei Abstergo zu sein? Ich dachte nicht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Es ist gut, dass Cross diesen Zusammenbruch hatte. Wäre er nicht durchgedreht, wäre ich... Also das mit den Energiepodesten finde ich dann schon etwas seltsam. Ich kann ja mal schauen, ob ich da irgendwelche Informationen finde. Und dann müsste ich hier einen kleinen Cut machen. Was ist denn hier oben irgendwas? Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Seltsam, seltsam. Und was gibt's hier? Also man kann hier überall schön rumklettern, aber das nützt uns leider nichts. Ja, das heißt, ich werde hier mal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Aha. Also hier bin ich jetzt auf was Neues gestoßen. Wenn die Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Ach, das gehört erst zu dem, was wir vor einigen Folgen schon mal gehört haben. Um uns in Zeiten des Zivilisten zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge, die in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür mangelte es uns an Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schaffen wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Aha. Also ich bin jetzt hier nochmal hochgeklettert von da unten. Also das sollten wir eigentlich noch kennen. War ich ja auch vorhin nochmal. Und anscheinend ging das hier lang. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Und sobald ich hier gelandet war, also man kommt dann da raus. Und dann bin ich einfach hier rüber gesprungen und auf einmal kam diese Cutscene. Da habe ich natürlich schnell den Aufnahmeknopf gedrückt. Und ich sehe hier hinten was leuchten. Das hier erscheint... eben noch so ein Energieteil zu sein. Okay. Da
da oben ist jetzt auch noch was. Okay, also man hat jetzt schon gesehen, wo das zweite ist. Schön. Jetzt kann man hier langlaufen. Aha. Aber hier geht's nicht weiter. Aber hier vorne. Kommt man da nicht durch? Seltsam, seltsam, seltsam. Also hier sehe ich jetzt... Hier schimmert zwar die Wand so seltsam. Aber ansonsten sehe ich jetzt nichts, wo man hier lang könnte weiter. Also hier sehe ich jetzt wirklich nichts. Hier vorne geht es auch nirgendwo lang. Ja, ich sehe die da oben. Aber da komme ich nicht hin von hier. Da müsste ich irgendwie da lang klettern. Und da vorne ist ja auch irgendwas ausgefahren. Aber wie komme ich jetzt von da darüber? Springen schaffe ich nicht. Man kann da lang klettern, da bin ich mir sicher. Ich weiß nur nicht, wie ich genau da hinkommen soll. Ich lasse mich mal hier runterfallen. Vielleicht geht es ja noch hier irgendwo lang. Also hier geht's nicht. Und hier scheint es jetzt auch nicht zu gehen. Ah nein, nicht fallen lassen. Oh, jetzt kommt wieder diese Sequenz hier. Okay, sehen wir nach, was drin ist. Noch nicht. Na toll. Wir müssen noch für Stromzufuhr sorgen. Finde die übrigen Podeste und schließe die Energiequellen an. Bin dabei. Okay, also soweit sind wir jetzt schon mal. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Also ich kann euch noch mal kurz zeigen, wie ich hier hochgeklettert bin. Also ich bin einfach hier lang. Dann hier drüben weiter hoch, immer weiter hoch. Bis ich dann hier lang musste. Ich weiß, das Ganze haben wir schon mal gemacht, aber dann sind wir irgendwann nicht weitergekommen. Ich bin mir nicht sicher, wieso. So, dann bin ich hier einfach hoch, hier rüber gesprungen und dann dahin. Ich weiß nur nicht, wieso das nicht ging. Hier geht's auch nirgendwo lang. Oder? Nein, hier will er auch nirgendwo klettern. Das muss dann aber hier irgendwo auch noch weiter hinführen. Hier ist ein Stück in der Wand, aber da tut sich auch nichts. Und hier? Nein, das schaut auch nicht so aus, als ob es hier irgendwo hinführen würde. Es muss hier drüben weiter hingehen. Ich weiß nur nicht wie. Und da sind so kleine Löcher nach unten. Ansonsten sehe ich hier auch keine Öffnungen. Ja, da werde ich wohl mal wieder einen kleinen Cut machen müssen. Okay, okay, hier bin ich zurück und ich habe etwas Kleines gefunden. Und zwar, wenn man hier rechts läuft, ist hier eine Tür offen. Seltsam, seltsam, die war vorher noch nicht offen. Und siehe da, hier kommt wieder was. Steht er fest? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie wurden genutzt, um zu befehlen.
zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es jetzt die Führer, die alle glaubten, nahmen ihre Gedankenform an. Aber nichts wurde zu besetzen. Ja, das ist interessant, wenn viele an etwas glauben. Oder einen Baum erschaffen konnten. Was würden Tausend vermitteln? Zehntausend? Mehr? Ja, große Zahlen. Und die Bedrohung wegdenken? Ist durchaus. Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Ja. Jedoch wäre der Start ein interessanter Ansatz. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Was denn jetzt noch? Naja, wir werden schon noch sehen. Da sind wir reingekommen, okay. Ja gut, mal schauen, dann müssten wir doch hier irgendwo dahin kommen. Oder? Ah, schon wieder eine Passage. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Aha. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschehe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können, nicht mein. Was denn? Redet ihr über einen vorherigen Teil? Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart, ich sah seine Aktivierung und dann das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft. Wir müssen vorsichtig sein. Durchaus. Auch wenn ich jetzt nicht viel verstanden habe. Darüber müssen wir also. Kommt der nicht dadurch? Die Tür ist zu. So muss ich hier wohl noch weiter.
Und hier. Wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang? So, hier geht's auf jeden Fall schon mal runter. Hier geht's nicht hoch. Hier auch nicht. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hier sind auf jeden Fall schon mal Türen. Ah, eine ist offen. Okay. Gehe ich mal hier rein. Ich komme etwas hoch. Und nu? Es geht noch weiter. Ah, da drüben geht's auch noch weiter. Und jetzt bin ich endlich da. Mann, 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 das ist ja ein weiter Weg hier. Dass die Dinger so versteckt sind. Noch eine Energiequelle. Drüben passiert was. Und da offenbart sich eine neue Treppe. Noch eine dritte Energiequelle oder was hier? So langsam wird die Folge aber echt lang. Okay, dass die Folge nicht zu lang wird, werde ich einfach mal sagen. Ja, dass ich hier eine Art... einfach für euch hier wirklich die Folge mal beende und dann war das doch noch nicht die finale Folge. Ja, auf jeden Fall. Oh, die Tür hat sich hier auch geöffnet, sehr schön. Ja, auf jeden Fall, das hier war's dann für diese Episode. Es wird nämlich doch schon etwas lang. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, oder? Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Unterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann, ich weiß nicht, irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie. Doch nicht für euch. Ein Siegel verschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Okay. Nach der Cutscene jetzt hier. Das Ende dieser Folge.